Der Wettkampf der Damen im Turnen hat heute mit der Pflicht begonnen. Hier sehen wir die Riege der Rumäninnen. Rumänien, Weltmeister im Turnen der Damen in der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 1979. Die als erste Turnerin Dumitrița Turna. Die Rumäninnen hatten ein gewisses Handicap hier. Sie sind in der Subdivision 2 vor den Riegen der Sowjetunion, der DDR und der Tschechoslowakei aufs Podium gekommen, zusammen mit den Ungarinnen und den Bulgarinnen. Es war also kein direkter Vergleich möglich. Die junge Rumänin bekommt für ihre Übung 9,6 Punkte. Die beste Benotung hat sie im Pferdsprung bekommen mit 9,85 und insgesamt hat sie 38,30 Punkte in der Pflicht erreicht. Alle diese Elemente sind vorgeschrieben. Ein neues Gesicht in dieser Riege, Christina Elena Grigoras, nicht zu verwechseln mit Anka Grigoras, einer früher bekannten Turnerin, die 1976 in der rumänischen Olympiariege gestanden hat. Grigoras ist von der rumänischen Mannschaft noch nachnominiert worden anstelle von Marilena Vladarau. Sie hat dann die undankbare Aufgabe gehabt, den Wettkampf für die Rumäninnen zu eröffnen. Sie hat am Stufenbarren als erste begonnen, hat aber sich Respekt verschafft mit 9,6 Punkten und damit auch ihrer Mannschaft einen guten Start gegeben. Am Boden bekommt sie 9,7 Punkte. Man erwartet ja hier einen Zweikampf Rumänien-Ude-SSR im Mannschaftswettkampf. Das ist Melita Rühn. Erst 15-jährige Turnerin hat bei der letzten Weltmeisterschaft Aufsehen erregt mit ihrem dritten Platz hinter Nelly Kim und Maxi Gnauk. Große Sensation der Weltmeisterschaft 1979.
bekommt hier 9,7. Man kann dazu setzen, nur 9,7. Es ist ihr heute überhaupt nicht alles nach Wunsch gegangen. Sie hat den Pferdsprung beispielsweise nur 9,75 Punkte bekommen und hat nach den 4 Pflichtübungen 39,10 Punkte. Damit rangiert sie nicht unter den besten 12. Aber diese Turnerin hat heute hier in Moskau Aufsehen erregt. Rodica Dunka. Jahre alt. Ihre gute Vorstellung kommt allerdings nicht mehr ganz überraschend. Sie war schon bei der Weltmeisterschaft 1979 Fünfte geworden. Damals eine ausgesprochene Überraschung. Ja, und auch heute landet Rodica Dunka unter den Besten. Sie bekommt am Boden für ihre eben gezeigte Übung 9,8 Punkte. Insgesamt erreicht sie 39,35 und damit Rang 9. Aber die Punkteunterschiede sind ganz gering. Sieht man von zwei Turnerinnen ab, die wir dann noch sehen werden, die sich hier eindeutig in den Vordergrund geturnt haben. Nun Emilia Eberle, vor 2 Jahren noch Junioren-Europameisterin. Mit 1,53 Meter die kleinste in der rumänischen Riege. Ist ja schon international des Öfteren in Erscheinung getreten. Die Stärke dieser Turnerin dürfte allerdings mehr in der Kür liegen. Beispielsweise bei der Europameisterschaft 1979 den 2. Platz hinter Komanec belegt und ist bei der Weltmeisterschaft, bei der auch Pflicht geturnt wird, nur 8. geworden. Ja, bestechend ihre Exaktheit. Ihre Präzision, das kommt auch bei den Punkterichterinnen gut an. Sie bekommt 9,9 Punkte für ihre Bodenübung, liegt insgesamt nach der Pflicht an 5. Stelle mit 39,55 Punkten. Ingrid Eberle. Nicht Ingrid, verzeihen Sie mir diesen Fehler. Emilia Eberle, selbstverständlich. Ingrid Eberle ist ja eine österreichische Skiläuferin. Aber nun Achtung auf Nadia Komanec.
schwierig, wie ich so eben von der Regie höre, gibt es hier Schwierigkeiten mit dem Bild, meine Damen und Herren, ausgerechnet bei Nadja Komanec. Aber sie wirbelt hier wie eh und je über das Parkett. Die Turnerin, die als 14-Jährige das Damenturnen revolutioniert hat, als Europameisterin in Skien in Norwegen 1975. Noch einmal in ganz großer Form 9,95 für ihre Bodenübung. Und einmal hat es heute sogar eine 10,0 für sie gegeben, nämlich am Balken, auf dem Schwebebalken ihrer Spezialität, seit sie 1975 das internationale Turnparkett betreten hat. Ihre weiteren Noten sprechen für sich. 9,95 am Stufenbarren, 9,95 für den Pferdsprung. Nun kommen wir zu einer anderen Riege. Wir sehen die DDR, Carola Sube. Sie war auch in Österreich schon zu sehen, hat beim Jubiläumsturnen des ASFÖ in Bad Hofgastein in einem Schauturnen mitgewirkt. Und man darf es vorwegnehmen, die Riege der DDR hat hier einen ganz hervorragenden Eindruck hinterlassen, hat mannschaftlich sehr geschlossen, fehlerfrei geturnt. Ja, die kleine 16-jährige Carola Sube. Sie hat 9,65 Punkte für diese Übung erhalten. Nächste ist Steffi Kräker, die routinierteste in dieser Riege, eine Leipzigerin, Weltmeisterschaft Siebente. Als einzige aus der Riege der DDR, die 1976 die Bronzemedaille in Montreal gewonnen hat, übrig geblieben. Sind überhaupt nur noch ganz, ganz wenige mit dabei. So die beiden Turnerinnen, die 1976 das Geschehen beherrscht haben, nämlich Nadja Komanec. Ihre große Rivalin von damals, Nelly Kim. Eine Übung, die mit 9,7 Punkten vielleicht eher etwas unterbewertet worden ist. Steffi Kräker.
Älteste ihrer Riege, 20 Jahre alt. Nächste Silvia Hindorf, ebenfalls eine Leipzigerin, eine bekannt elegante Turnerin. Silvia Hindorf kann sich heute unter den besten Turnerinnen platzieren. Sie bekommt am Boden 9,8 Punkte, erreicht insgesamt 39,30. Und das hat nach der Pflicht den 10. Rang ergeben. Die DDR hat den 3. Platz in der Mannschaftswertung bei der letzten Weltmeisterschaft erreicht und war auch 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal an 3. Stelle jeweils hinter der UdSSR und Rumänien, beziehungsweise hinter Rumänien und der UdSSR. Nächste ist die kleine Birgit Süß, 18 Jahre alt. Es hier kaum an, wirkt eher wie eine kleine Puppe, möchte man sagen. Birgit Süß mit durchschnittlich recht guten Noten um 9,8, so auch hier am Boden, belegt schließlich in der Pflicht Rang 10 ex aequo mit Silvia Hindorf. Und einer weiteren Turnerin aus der DDR, nämlich Steffi Kräker. Alle mit 39,30 Punkten. Nun Katharina Rentsch. Auch sie noch nicht einmal 16-jährig.
Ihre höchste Note hat sie heute am Stufenbarren bekommen mit 9,9. Ihre schwächste mit 9,65 auf dem Schwebebalken. Ja, und bevor wir noch die beste Turnerin dieser Riege sehen, nämlich Maxi Gnauk, vorweggenommen das Mannschaftsergebnis der DDR mit 196,80 Punkten, die DDR nach der Pflicht an zweiter Stelle. Für diese Übung von Katharina Rentsch hat es 9,8 Punkte gegeben. Und das ist Maxi Gnauk. Maxi Gnauk, Zweite der Weltmeisterschaft 1979 im Mehrkampf hinter Nelly Kim. Allerdings ohne, dass Nadja Komanec zu Ende geturnt hätte. Sie hat ja bei der Weltmeisterschaft verletzt aufgeben müssen. Diesmal ist sie, wie es scheint, in voller Stärke, in großer Form zurückgekehrt. Maxi Gnauk übrigens auch Weltmeisterin am Stufenbarren, zugleich mit der Chinesin Ma. China hier als Boykott Land nicht dabei. Das heißt, leider nicht dabei. Die 15-jährige Turnerin aus der DDR bekommt am Boden 9,9 Punkte, die höchste Wertung ihrer Riege. Aber sie hat ganz hervorragende Noten, nämlich noch einmal 9,0 am Balken und 9,95 im Sprung und am Barren. Sie liegt nach der heutigen Pflicht an dritter Stelle. Wir kommen also jetzt zu den Übungen der Riege der Sowjetunion. Jetzt Maria Filatova. Filatova hat Aufsehen erregt, schon in Montreal, mit ihrer damals sensationellen Bodenkür, zu einer Ragtime-Musik, die die Zuschauer begeistert hat. Sie ist allerdings dann nicht ins Mehrkampffinale gekommen, weil sie nur fünf Beste ihrer Riege war. Eine vor allem ausdrucksstarke Übung, 9,8 Punkte und vielleicht ihre übrigen Wertungen, 9,9 im Sprung, 9,85 am Stufenbarren, 9,9 am Balken und insgesamt nach der Pflicht der sechste Rang.
Sacharowa, ein junges, neues Talent, Stella Sacharowa. Noch nicht in der Riege, die die Weltmeisterschaft so knapp verloren hat vor nicht einmal einem Jahr. Vielleicht noch ein Wort zur UdSSR. Ohne die Weltmeisterin von 1978, ohne Jelena Muchina. Über sie gibt es derzeit nur Gerüchte. Die schlimmsten besagen, dass sie bereits gestorben sei. Andere sprechen davon, dass sie wohl noch gelähmt, aber doch noch am Leben sei. Das nach einem Trainingssturz vor knapp 2 Wochen in Minsk. Sacharowa, 9,9 Punkte. Eine relativ kleine Turnerin mit 1,46 m. Nun ein weiteres hoffnungsvolles Talent aus der Masse der Spitzenturnerinnen der UdSSR. Davidova, Jelena Davidova. Jelena Davidova hat für ihre Bodenübung 9,8 Punkte erhalten. Ihre weiteren Noten zweimal 9,9, einmal im Sprung, einmal am Schwebebalken ihrer Spezialdisziplin und dann noch einmal 9,8. Zuschauer sind nicht ganz einverstanden. Haben hier wohl eine bessere Note gefordert. Und nun eine ganz großartige Bodenkür, Bodenübung, Bodenpflicht wird uns zeigen. Natalia Schapochnikova. Ungemein frei, ungemein weit ihre Bewegungen, sicher elegant. Das, was heute im Turnen bei den Frauen, die noch halbe Kinder sind, gefordert wird.
9,95 Punkte für Natalia Schapochnikova. Am Boden gleich hoch bewertet wie Nadia Comaneci und auch insgesamt mit einmal 10,0 im Pferdsprung und ebenfalls 9,95 am Stufenbarren und am Schwebebalken ex aequo mit Comaneci in Führung und hier Nelly Kim. Nelly Kim, die Weltmeisterin von 1979 und Olympiazweite von Montreal. In ihrer fraulichen Eleganz nach wie vor, fast möchte ich sagen, derzeit unerreicht. Nelly Kim, eine Ausnahmeerscheinung, vielleicht insofern, als sie in wenigen Tagen schon 23 Jahre alt wird, während alle anderen ja noch nicht 20 sind, seit 3 Jahren verheiratet. Und hier sehen wir noch einmal eine außergewöhnliche Übung. Nadia Comaneci auf dem Schwebebalken. So sicher und elegant wie und je, hier haben wir die volle Drehung gesehen. Einen der schwierigsten Teile der Pflichtübung, diese Übung